Amen. Hey, wir starten heute eine neue Serie und die heißt Unglaublich. Unglaublich. Und zwar das Un ist durchgestrichen, weil wir wollen, dass in dieser Serie, dass unser Glaube maximiert wird. Ja, und das ist speziell, wie wir auf diese Serie kamen, weil eigentlich so seit 2 Monaten begegnet mir ungelogen jeden zweiten Tag, teilweise jeden Tag, manchmal vielleicht auch jeden dritten Tag, aber mindestens jeden dritten Tag dieser eine Bibelvers. Und es ist so speziell, am Anfang habe ich irgendwie so ein paar Mal gedacht, oh, krass, schon wieder und dann irgendwann wirst du hellhörig. Und dann ist die Sache, wenn du irgendwann mal was auffällt, dann ist wichtig, dass du da mal Gott fragst, was meinst du damit eigentlich? Ja, und das Coole ist, ich habe keine Antwort. Ich weiß nur, dass das jetzt wie eine Season ist, wo Gott uns reinnimmt. Und ich weiß, dass dieser Vers, dass das, so diese Serie ist eigentlich eine Serie, in der wir rausfinden, was das Thema überhaupt bedeutet. Also ich fange heute mit der ersten Predigt an und schau halt mal, wo es hingeht. Das braucht auch manchmal Mut. Aber ich weiß, dass das das Thema ist. Und ich möchte kurz den Vers vorlesen, Hebräer 11, Vers 1. Kennen vielleicht der ein oder andere Hebräer 11, Vers 1, da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich lese nochmal vor. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und das ist dieser Vers, das ist wie so der Serienvers. Du kannst das ganze Kapitel 11 vom Hebräerbrief lesen, weil das ist quasi die Hymne zum Glauben. Das ganze Kapitel geht ums Thema Glauben. Und ich finde es so, so, so spannend, weil ich so merke, hey, Gott nimmt uns in eine Phase von Glauben hinein. Ich merke so, wir sind in einer Phase, wo Gott auch, hier ist ja auch so, Glaube ist eigentlich das, wenn du es noch nicht siehst. Wenn du eine Sache schon siehst, ist es kein Glaube. Dann ist es Wissen. Glaube ist eine Hoffnung auf das, was du noch nicht siehst. Das heißt, du hoffst auf etwas und hast keinen Plan, dass es wirklich kommt. Glaube ist was, wo du so denkst, wo jeder denkt, bist du eigentlich, bist du bekloppt? Glaube ist etwas, wenn quasi Gott in deiner Rechnung nicht gebraucht wird, dann ist das Ziel, der Traum zu klein. Gott wird in der Gleichung für deine Vision, in der Gleichung für deinen Traum, ist Gott benötigt. Wenn du sagst, mein Leben, so wie es gerade geplant ist, so mache ich das halt weiter, so passt es schon, so kommt es schon gut, dann sage ich dir, dann ist es noch zu klein, dann ist es nicht das, was Gott für dich hat. Es braucht den Gott-Faktor in deinem Leben und das ist der Glaube. Und auch eine Sache ist, Gott zeigt dir entweder den Weg, aber das Ziel nicht. Oder er zeigt dir das Ziel, aber den Weg nicht. Weil wenn du den Weg und das Ziel kennst, dann ist kein Glaube, dann ist es Wissen. Gott zeigt dir entweder das Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Oder er zeigt dir das Ziel und du denkst so, okay, jetzt gehe ich einfach mal im Glauben aufs Wasser. Ja, und das Ding ist echt, ich merke so dieses Thema Glaube, das ist gerade ein Thema, das ist nicht nur hier ein Thema, das ist nicht nur was, das Gott irgendwie aufs Herz legt, sondern es ist wie ein Thema. Manchmal gibt es so, sag ich mal, Wellen in der Christenheit. Und was ich so beobachte, dieses Thema Glaube, das kommt gerade überall. Und ich merke so, das ist was, wo wir als Kirche ready sein müssen. Wir müssen wie feinfühlig sein auf das, was Gott eigentlich gerade spricht und was Gott gerade bewegen möchte. Weil wir sind dann auch in der Zeit, wo Gott die Christen wieder immer mehr zusammenbringt. Und es ist wie eine Vorbereitung für etwas, dass Gott was Großes tut. Darum ist es auch wichtig, dass wir reinschauen, Gott, was meinst du gerade mit diesem Thema? Und ich sehe so, hey, wir sind mit vielen Themen, brauchen wir wirklich Glaube. Wir haben viele Dinge, die wir noch nicht sehen, aber hoffen und mit einer Überzeugung dran sind und sagen, Gott, wenn du es nicht machst, dann wird es echt ein bisschen komisch. Gott, wenn du es nicht auftauchst, kommt schon, aber hey, müssen wir mal schauen. Und das ist echt, echt speziell. Hey, sei es zum Thema Gebäude. Sei es beim Thema Standorte, wo Gott gerade Dinge öffnet, wo Gott gerade Dinge voranbringt. Tuttlingen. Oh my goodness, wir sind in Tuttlingen dran. Am Dienstag unsere 3. Vision Night. Und Gott führt dort Leute. Wir denken vielleicht völlig unrealistisch, dass wir da einen Schritt rangehen. Aber soll ich dir was sagen? Hey, wenn wir brauchen da Glaube dafür. Wir brauchen den Gottfaktor dafür. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, aber es braucht den Gottfaktor, sonst läufst du alleine und nicht im Vertrauen. Und wir schauen mal, ich möchte da ein bisschen in die Bibel schauen. Im Hebräer 11 ist es so, dass
dass sozusagen dort die ersten Verse geben, wie so ein bisschen die Hinführung. Und dann werden verschiedene Bibelpersonen genannt. Wir schauen in die Bibel und sehen so viele Personen des Glaubens, oder? Wir sehen dort einen Abraham, der Vater des Glaubens. Wir sehen dort einen König David. Wir sehen dort einen Mose. Wir sehen dort Paulus. Wir sehen dort Petrus. Wir sehen so viele verschiedene Leute und denken so, wow, das sind so Personen des Glaubens. Oder Elia und so weiter und so fort. Und ich denke so, hey, schön, wenn die in der Bibel sind. Aber wo sind die heute? Wo haben wir die Person des Glaubens heute? Bist du eine Person des Glaubens? Oder bist du eine Person, die redet vom Glauben, aber eigentlich nicht wirklich glaubt? Und ob du eine Person des Glaubens bist, findest du heraus, indem du dein Umfeld fragst. Sagen deine Angehörigen, das ist so eine krasse Person des Glaubens. Sagt dein Umfeld, sagen deine Arbeitskollegen, sagen die Leute, die gerade mit dir in der Reihe sitzen, boah, ich bin so froh, dass ich neben dem sitze. Weil Alter, wenn ich neben dem sitze, wenn wir beten, da weiß ich, dass das passiert. Bist du eine Person des Glaubens? Ich glaube, wir haben heutzutage viel zu wenig Personen des Glaubens. Leute, die vertrauen, Leute, die Dinge durchkämpfen, Leute, die Jahre, Jahrzehnte für Dinge beten, in der Hoffnung und im Glauben. Wir sehen zum Beispiel auch viele von den großen Personen des Glaubens in der Bibel. Die haben geglaubt, die stehen für als Personen des Glaubens, aber haben die Erfüllung nie gesehen. Sie sind gestorben, bevor sie die Erfüllung gesehen haben. Also sie haben bis zu ihrem Tod daran festgehalten. Das ist der Unterschied zwischen, ob du eine Person des Glaubens bist oder nicht. Hältst du daran fest oder gibst du auf, wenn du es nicht siehst? Oder hältst du daran fest, dass es, auch wenn es noch nicht sichtbar ist, irgendwann eines Tages, auch wenn es nach deinem Leben ist, sichtbar wird? Und ich möchte jetzt, ich habe gedacht, hey, wir könnten ja eigentlich dann nicht irgendwie nur überlegen, was könnten wir machen, sondern schauen, im Hebräer Kapitel 11 geht es um den Glauben und dann sind da verschiedene Bibelpersonen genannt. Und unter anderem ist da jetzt, einer der ersten ist dann Noah. Noah. Wir kennen Arche Noah, wir kennen vielleicht auch den Film Noah, der gemacht wurde. Der ist an für sich cool, wenn man den nicht mit der Bibel in Verbindung bringt. Ja? Wenn du den Film schaust und denkst, wow, krass, so ist die Noah-Geschichte in der Bibel, sage ich dir, nein, so ist die nicht. Ja, ja, weil es gibt einfach ein völlig falsches Gottesbild, aber immerhin macht Hollywood mal ein bisschen was über Bibelgeschichten, ist ja schön. Nur schade, dass es dann immer verdreht wird. Immer verdreht wird. Es ist die Sprache vom Teufel, immer Dinge zu verdrehen. Dass Leute verblendet werden und Gott nicht mehr sehen. Die Liebe von Gott nicht erkennen. Sehen, dass Gott ein guter Vater ist und kein böser Vater ist. Ja. Und Noah, dem sagt Gott, hey, bau eine Arche. Bau eine Arche. Die Geschichte von Noah sehen wir im 1. Mose Kapitel 6 bis 9. Sozusagen im 1. Mose Kapitel 6 bis Kapitel 9, geht über ein paar Kapitel, geht die ganze Noah-Geschichte. Und Gott sagt, Noah, bau du eine Arche, bau du ein großes Schiff. Das Schiff soll so groß sein, größer sein als ein Fußballfeld. Noah war nicht als Bootsbauer ausgebildet. Und es war irgendwo gebaut und zu der damaligen Zeit gab es noch keinen Regen. Da war die Atmosphäre noch anders, dass dort noch kein Regen gab. Könnt ihr euch mal mit auseinandersetzen? Es gab eine Zeit, wo es auf dieser Erde noch keinen Regen gab. Und das war Hammer, ey. Also, ich weiß noch damals, wisst ihr auch noch. Also, Sommer zwei, genau. Und du musst dir mal vorstellen, der ist dort, es gibt keinen Regen, der baut da irgendwo im Nirgendwo, baut er da ein Riesenschiff. Über Jahrzehnte baut er daran. Und die Leute, die müssen denken, der ist doch bekloppt. Das musst du dir so vorstellen, wie wenn ich sagen würde, hey Leute, lass uns bis nächsten Sonntag alles, was wir haben, verkaufen. Alles, was du hast, alles, was du besitzt. Kommt hierher, bringt alles her. Hey, und ich baue uns ein Raumschiff. Ja, und hey, bringt alle mit. Ja, so, und ich baue daran. Und es kommt dann gut. Ja, hey. Gott hat gesprochen, wir sollen ein Raumschiff bauen, weil hey, da auf diesem Planeten ist es richtig fett dort. So, ja. Ich würde auch denken, das ist einfach mega bekloppt, oder? Aber in dem Maße war das, was damals abging, völlig verrückt. Und dann ist mein Predigttitel auch heute, verrückt, so zu glauben. Verrückt, so zu glauben. Darum geht's, weil manchmal muss unser Glaube verrückt sein. Echter Glaube ist manchmal einfach ein bisschen verrückt. Weil echter Glaube hat keinen Grund, daran zu glauben. Echter Glaube gibt es keinen Grund dafür, dass wir sagen, hey, come on, und wir gehen daran und bauen hier einmal eine Kirche in Villingen-Schwenningen. Und wir gehen halt auch ins Tuttlingen, die Weltstadt.
und bauen dort auch noch eine Kirche. Und wir sind in Singen und schauen, was dort passiert. Und wir schauen mal, was dann alles noch anderes kommt, was im Schwarzwald kommt, was in der Bodenseeregion kommt. Ist verrückt. Und ich schaue zu Noah und da sind zwei Schlüssel mir aufgefallen. Im 1. Mose Kapitel 6, Vers 9, da heißt es, Noah lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Noah lebte mit enger Gemeinschaft mit Gott. Das war die Grundlage für seinen Glauben. Die Grundlage für den Glauben war, in enger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und wenn du heute nicht da bist, im Videopodcast, wenn du heute da bist und diesen Gott nicht kennst, nicht in Gemeinschaft mit Gott lebst, vielleicht kennst du Gott, aber lebst nicht in Gemeinschaft mit ihm, dann sage ich dir, dann ist das Maß, was Gott in deinem Leben bewegen kann, begrenzt, weil es ist auf dich begrenzt. Aber Gott möchte mit deinem Leben etwas bewegen, wo nicht deine Begrenzung ist, sondern Gottes Maßstäbe gelten. Das Schlüssel ist, dass wir in enger Gemeinschaft mit Gott leben. Ich möchte die, und das Schöne ist, hey, durch Jesus haben wir die Möglichkeit, in Gemeinschaft mit Gott zu treten. Wenn du heute da bist und diesen Jesus nicht kennst, dann ist es so schön, weil du mit einem Gebet, und wenn du merkst, dass er in deinem Herzen ist, wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dann wirst du in die Gemeinschaft zu Gott gezogen. Dann wird er dir alles vergeben und wird in Beziehung mit dir leben wollen. Das ist einfach so kraftvoll. Das Ding ist aber, es ist aber nicht alles nur Gemeinschaft mit Gott. Der Glaube von Noah ist nicht einfach nur Zeit mit Gott verbringen. Und es ist die Zeit, in der wir heute so viel sind, so dieses Ego-Christentum. Ja? So dieses, oh, einfach me and my Jesus und ich und soaking. Ja, so dieses, oh, und ich einfach und, oh, ja, Gott, und einfach mit dir Zeit verbringen. Ja, so wisst ihr, wie ich meine, oder? So dieses einfach, oh, ja, ich und mein Gott. Und soll ich dir was sagen, wenn es da aufhört, dann passiert aus deinem Leben nichts. Dann ist schön, wenn du in Beziehung mit Gott lebst, aber es kommt kein Output raus. In 1. Mose 6, Vers 22, und das lesen wir noch ein paar Mal mehr in der Noah-Geschichte, heißt es, Noah führte alles genau so aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. Das war nicht, dass Gott Mose gefragt hat, hey Mose, wie würdest du es gern machen? Und Noah hat dann gesagt, oh cool, ja, stell dir mal einen Plan zusammen, so und so, so könnten wir es vielleicht machen. Und Gott sagt, oh gut, guten Plan, machen wir es doch, wie es du sagst, Noah. Nein, sondern es war, dass Noah genau das gemacht hat, was Gott gesagt hat. Und die Frage ist, und das ist eben der Schlüssel, nicht nur, oh, me and my Jesus Zeit, sondern tust du das, was Gott dir sagt? Sind wir gehorsam und vertrauen auch wirklich Gott, den Schritt zu gehen? Führst du Dinge genauso aus, wie Gott sie getan hat? Und das ist der Punkt, wo es immer verrückt wird. Das sind die Punkte, wo du dann denkst, okay, das ist einfach ein bisschen, Gott, das ergibt einfach null Sinn. Und wir sind dann halt so und sagen halt, Gott, es ergibt keinen Sinn, es sieht doch ganz anders aus. Ich mache so, wie ich es will. Die meisten Christen, die laufen nur in Beziehung vielleicht mal mit Gott, aber laufen nicht wirklich in den Vertrauensschritten und sind nicht bereit, alles aufzugeben für diesen Jesus. Und wie Jesus selbst sagt, ich glaube Lukas 9 ist es, wenn ich die Kosten kalkuliere, bevor er mir nachfolgt, der kann mir gar nicht nachfolgen. Sind wir bereit, alles aufzugeben für Gott? Das ist der Glaube an Jesus. Der Glaube, dem Glauben folgen Taten. Der Glaube wird sichtbar an Taten. Der Glaube wird sichtbar daran, dass wir Schritte gehen. Und das Ding ist, was heute vielleicht verrückt ist, ist morgen dann irgendwann das Wow. Wir haben ja in der Zeit gelebt, bevor die Arche in Einsatz kam. Haben wir auch gesagt, Noah, wie lange hat er gebaut? 80 Jahre oder so hat er an der Arche gebaut oder sowas, gell? Ja, sowas? 200 Jahre. Auch ein bisschen was, ja, genau. Also halt, das war nicht nur irgendwie so ein Jahr ein Schiff bauen und dann ziehen wir mal los. Das war ein Lebenswerk. Ein Lebenswerk, wo er nicht gesehen hat, dass da irgendwas draus entstehen soll. Außer, dass ein Schiff gebaut wird. Ja. Und damals, hätten wir damals gelebt, da hätten wir auch gedacht, das ist einfach nur verrückt. Und dann im Nachhinein denken wir, wow, Noah, die Person des Glaubens, krass, oder? Person des Glaubens, wow, was da bewegt wird. Wie der einfach vertraut hat. Ja, so, hey, die Frage ist, gehst du rein? Bist du bereit, da reinzugehen? Die meisten haben gar keinen wirklichen Glauben. Sie haben nur einen Funke
Sie haben nur einen Funke von etwas, das aussieht wie Glauben. Für mich ist da wirklich ein typisches Ding, ist wirklich hier, wie es ICF Filling entstanden ist. Es war 2016. Ich war völlig überfordert mit dem ICF Singen. Wir waren so 120 Leute ungefähr, 110, 120 oder sowas. Waren dort völlig überfordert. Ja, und dann so, hey, lass uns doch in Filling was machen. Es gab eine Gruppe, die hat dann immer auch so gesagt, hey, lass uns doch in Filling mal was starten. Sowas. Ich war immer, nee, sicher nicht. Und plötzlich Anfang 2016 merke ich so, dass Gott so aufs Herz legt, hey, lass uns doch da mal eine Worship Night machen, so mal was probieren. So mal schauen, was da entsteht. Okay, cool. Und ich so, Gott, ich habe die ganze Zeit gebetet, Gott, es darf nur ein einmaliges Ding sein, ey. Oh Gott, wirklich, lass den Kelch an mir vorüberziehen. Ja, wie soll ich das noch hinkriegen? Da ist noch eine Gemeinde gründen. Es geht doch gar nicht hin, kriege ich nicht mal auf die Reihe. So viel Schwierigkeit mit den Leuten und dies und das. Und das können wir nicht vorlassen, wie soll dann eine neue Gemeinde entstehen? Eine neue Kirche gründest du aus der Stärke, nicht aus der Schwäche. Und dann war so, habe ich mit Gott einen Deal gemacht. Dieses, okay, Gott, wenn bei der ersten Worship Night, wenn da 30 Kontaktkarten reinkommen von Leuten, die in keiner Kirche sind, völlig unrealistisch, apropos dieses Gebet eigentlich. Ja, also das war so dieses, Gott mal ein hohes Ziel stecken, dass du echt was zu tun hast. Ja, dann machen wir es. Wenn nicht, dann lassen wir es. Was kommt da? 30 Leute. Ja, das ist einfach unser Gott. Und das Ding ist einfach, da habe ich dann auch gedacht, okay, vielleicht hast du da noch irgendwas vor. Und dann haben wir hier angefangen. Und alle Leute, ich habe sogar im Nachhinein, wo wir angefangen haben zu gründen, habe ich mit so Gemeindebauexperten geredet. So ein super Guru aus Amerika, der so der Multi-Site-Experte ist, von dem, der ist der Name. Habe mit ihm geredet über das Church-Planting-Modell und sowas. Er so, das wird scheitern, im nächsten Jahr wird es vorbei sein. Ja? Und ich so, cool. Lass doch mal noch kurz verheißen, dann ist vorbei, das ist doch super. Ja? Hey, es war wirklich, alles hat dagegen gesprochen. Aber wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wenn Gott dafür ist. Und dann haben wir hier angefangen, wo stehen wir jetzt? Wir haben jetzt eine Morgen-Celebration, wir haben eine Abend-Celebration, wir haben über 200 Leute hier, wo Gott einfach bewegt. Und wir stehen noch am Anfang, wir haben nicht sogar noch Startup. Eigentlich nur, weil wir es verpennt haben, endlich nicht mehr Startup zu sein, aber wir haben jetzt mal das Grand Opening, ja, das ist ja super. Startup mit über 200 Leuten. Ja. Genau, hey und manchmal brauchst du diese verrückten Dinge und dann einfach im Glauben reinzustehen und zu sagen, okay Gott, mal schauen, was kommt. Gott, ich bin gespannt, wir sind bereit, aber du musst machen. Und das ist wieder ein Schlüssel, Gott, baust du mein Leben oder baue ich mein Leben? Baust du deine Kirche oder baue ich die Kirche? Weil wenn ich es baue, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Es braucht diese Schritte, wo wir sagen, hey, das ist manchmal einfach ein bisschen verrückt. Ich habe letzte Woche das kurz angerissen, dass ich letztens in Leipzig war. Und da hatten wir so ein Revival Night am Abend. Wir hatten normalen Worship, 1,5 Stunden. Dann haben wir gemerkt, okay, jetzt müssen wir ein bisschen durchpushen und sowas. So gern, dass Gott noch was bewegen möchte. Und dann war es irgendwie, okay, haben wir gemerkt, jetzt bricht langsam was auf. Und dann hat sich plötzlich wie was geöffnet. Normal da gewesen, wir hören jetzt auf, es ist viel zu warm. Die Leute sind am Ende, es war okay, aber jetzt können auch mal heimgehen. So, ja. Haben wir aber gewusst, wir müssen durchpushen, wir müssen reinbeten, wir müssen sehen, dass Gott Dinge tut. Plötzlich fängt der Heilige Geist an zu sprechen und ein Impuls nach dem anderen, zack, zack, zack. Einer nach dem anderen bricht in Tränen aus, bricht zusammen, weil einfach von Gott überwältigt wird und so weiter und so fort. Wir denken, wow, da passiert gerade was, ja. Am Ende ging das ganze Ding 3 Stunden. Dann am Ende haben wir gesagt, okay, hey, wir merken, dass Gott einfach gerade Heilung bringen möchte. Ja, so, was machen wir da? Sollen wir die Hand heben zum Beten oder sowas? Nee, ich nicht, weil ich glaube da eh nicht dran, ja. Dann haben wir dort die Leute zusammengenommen, haben vorne eine Reihe gemacht mit den Leuten, die körperliche Leiden hatten, haben gesagt, wir fangen an zu beten. René hat von hier angefangen zu beten, ich habe von hier angefangen zu beten, wir haben gebetet, einen nach dem anderen, zack, geheilt. Und es war nicht so 10 Minuten für ein Beten, sondern in Jesu Namen, Knie sei geheilt, oh, das Knie ist gut, Hüfte sei geheilt, was, die Hüfte geht. Es war so, es war nicht so ein bisschen so, oh, es passiert mal was, sondern es war bam, 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 bam. Und ist die Sache, das ist völlig unrealistisch. Als wir angefangen hatten, als wir 1,5 Stunden, man muss manchmal durchpushen. Manchmal, wir müssen graben für einen Durchbruch. So, wir müssen, dieser Glaube ist manchmal verrückt. Was wäre jetzt gewesen? Das ist doch die Angst, so, okay, was passiert, wenn nichts passiert? Das ist doch mega peinlich. So mega schlimm. Und wir haben häufig diese Sichtweise auf, oh, Leuten bloß keine falsche Hoffnung machen. Glaube ist die Hoffnung
auf das, was du noch nicht siehst. Und in der Kirche sagen sogar Christen, oh, mach da bloß keine falsche Hoffnung. Was ist, wenn er nicht geheilt wird? Und ich sage, wenn er nicht geheilt wird, dann ist er halt nicht geheilt, dann ist zu vorher kein Unterschied. Aber wenn er geheilt ist, dann ist er geheilt. Ja, aber manchmal brauchst du, dass wir den Schritt reingehen und den Glaubensschritt reingehen, dass was bewegt wird. Trauen wir uns? Haben wir den Mut? Haben wir die Hoffnung auf das Sichtbare, auf das Unsichtbare, das sichtbar wird? Haben wir die Hoffnung dafür? Und so viel, ich finde es so schade, dass sie sagen, ihr macht den Leuten keine falsche Hoffnung. Wo ich sage, Hoffnung ist nicht hoffentlich. Hoffnung heißt nicht, oh, hoffentlich. Auch wenn es dasselbe Wort irgendwo ist, aber Hoffnung ist nicht hoffentlich. Hoffnung ist quasi wie so eine Art Gewissheit, dass das Sichtbare sichtbar wird. Hoffnung, Glaube fängt mit Hoffnung an. Das heißt, wenn du keine Hoffnung hast, wirst du auch keinen Glauben haben. Aber durch den Glauben werden Dinge bewegt. Der ist gerade so deep, dieser Punkt. Es braucht erst Hoffnung und dann kommt der Glaube. Weil Glaube ist die Hoffnung auf das, was du noch nicht siehst. Das heißt, die Hoffnung, die ist dann der Glaube. Die Hoffnung führt zum Glauben. Aber wie viele Leute haben schon keine Hoffnung? Und wenn du keine Hoffnung hast, wie soll da dann Glaube entstehen? Wie soll da das Unsichtbare sichtbar werden? Alles fängt irgendwo im Unsichtbaren an. Keine Ahnung, ich habe hier ein iPhone, oder? iPhone, super iPhone. Das war nicht immer sichtbar. Das war früher in Steve Jobs, hat gesehen, irgendein Gerät im Unsichtbaren, wo man mit den Fingern drüber kann, das ist nicht nur ein Handy, das ist ein Office. Ja? Und hat es quasi wie gesehen, und dann wird es sichtbar. Du warst nicht immer sichtbar. Das hat im Unsichtbaren angefangen und wird es sichtbar. Das heißt, es fängt immer im Unsichtbaren an und wird dann sichtbar. Es braucht die Hoffnung an den Glauben. Wie sieht es bei dir mit der Hoffnung auf? Hast du die Hoffnung aufgegeben? Hast du überhaupt noch Hoffnung für deine Ehe? Oder ist deine einzige Hoffnung, oh, hoffentlich geht er nicht fremd. Hoffentlich überleben wir noch. Hoffentlich kommen wir finanziell noch hin. Hoffentlich ist es nur ein Hoffentlich oder ist deine Hoffnung. Und Hoffnung, da kommt mehr. Hoffnung ist das, dass die Ehe nicht nur okay ist, sondern dass es gut wird. Hoffnung ist das, dass wir da reingehen und sagen, Gott, und nicht nur finanziell immer nur am Hungerhaken, sondern Gott, dass ich in ein Leben des Segens eintreten darf. Hoffnung ist das, dass ich nicht nur denke, oh ja Gott, vielleicht, dass ich halt irgendwie so glücklich bin in meiner Kirche, sondern Hoffnung ist, come on, ey, dass ich ein Träger von Gottes Erweckung werde. Hoffnung ist, dass ich bei meinem Job nicht nur denke, ah ja, okay, kommt halt schon gut, sondern dass ich da sehe und erlebe, was Gott daraus entstehen lässt. Es braucht, dass wir wieder hoffen. Und dann, wenn wir Hoffnung haben, dann kann Glaube kommen. Hast du überhaupt noch Hoffnung, dass bei dir vielleicht die Heilung kommt? Oder hast du gar keine Hoffnung mehr? Ja, auch bei dieser Frage, oh, ja, für Leute beten und sowas, aber was, wenn nicht geheilt wird, wo ich sage, das ist so der falsche Ansatz. Das ist ein Opferdenken. Wir wollen vom Siegerdenken ausgehen. Dass jedes Mal, wenn was passiert, feiern wir es. Und wenn nichts passiert, dann beten wir halt weiter. Ja, bei mir konkret. Ich bin auf meinem linken Auge, sehe ich noch 20%. Ich sehe da nicht mehr so viel. Ja, sieht man vielleicht von außen nicht. Ja, ich laufe nicht so rum. Ja. Hey, und ihr wisst gar nicht, wie oft ich da schon habe beten lassen für mich. Von so vielen Leuten, auch von den ganzen, wow, bei denen so viel Heilung passieren und sowas. So. Und bei mir, Last Man Standing, passiert nichts. Ja? Es gibt zum einen, das killt meine Hoffnung nicht, dass mal noch was geht. Und es killt auch meine Hoffnung nicht, dass ich für andere bete, mit dem Glauben, dass dort was passiert. Weil ich lasse mich nicht drunter buttern. Weil es ist ja nicht von mir abhängig, sondern von Gott abhängig. Und das heißt, wenn Gott, wir haben einen souveränen Gott. Wir haben einen souveränen Gott und wir glauben an diesen Gott. Und darum sehe ich, hey, das darf mich nicht aufhalten zu beten. Das darf mich nicht aufhören. Das darf mich nicht aufhalten zu hoffen. Das darf mich nicht aufhalten zu glauben, dass was passiert. Was ist Glaube? Glaube kannst du dir auch in so einer anderen Formel noch vorstellen. Zum einen verstehen
plus Vertrauen und es gibt den Glauben. Verstehen in so einer Hinsicht von, okay, ja, stimmt. Also überhaupt mal so stimmt. Also ich bete ja insgesamt schon dafür, dass da und da was passiert. So, ja, irgendwie so überhaupt mal zu ergreifen. Aber das Ding ist, als Beispiel so, die meisten würden sagen, Gott ist gut. Oder Gott ist gut, oder? Amen. Ich meine, Amen. Amen. Gott ist gut. Oh, all the time. Ja. Gott ist gut. Ja, Gott ist gut. Du verstehst es, aber wenn eine Situation ist, wo bei dir gerade schwierig ist, vertraust du ihm auch? Ist dann dein Glaube, dein Bekenntnis, dass Gott gut ist, ist es nur ein Lippenbekenntnis oder ein Glaubensbekenntnis? Glaubst du es wirklich? Und Glaube ist nur, wenn du auch vertraust und es dir sich zeigt. Viele bleiben bei einem Reden und nicht bei einem Leben. Bist du dann wirklich bereit, Gott zu vertrauen? Bist du bereit, Gott zu vertrauen, alles aufzugeben und den Schritt zu gehen? Bist du bereit, Gott zu vertrauen, in dem zu bleiben, wo du bist? Ja, Gott zu vertrauen heißt nicht immer alles aufhören, nicht immer den Job wechseln. Oft ist Vertrauen und Glaube mal drin zu bleiben. Ja, manche nehmen das immer als Entschuldigung, wow, Gott hat mich voll rausgeführt, so, ja, und dann sind sie draußen und schimmeln sie da wieder rum und Gott hat mich wieder da rausgeführt und hier rausgeführt und so, wo ich denke, vielleicht sollte dich Gott mal irgendwo reinführen. Ja, und bleib mal da drin, wo Gott dich reinführt, weil Gott hat keine Stimmungsschwankungen. Gott denkt nicht, wow, Gott hat mich voll dafür berufen und eine Sekunde später, oh, glaub doch nicht, er hat doch was anderes gerufen, wo ich denke, ey, dann... Ja, okay, ist ein anderes Thema. Ja. Was mega wichtig ist bei diesem ganzen Thema Glaube, es ist mir so wichtig, auf der anderen Seite vom Pferd nicht runterzukippen, dass nicht ist, wenn nichts passiert, hast du nicht genug Glaube gehabt. Diese kaputte Lehre, die ist leider, die hat so viel zerstört in der Christenheit. Die hat Leute so verschlossen davor, sich für Gottes Wirken zu öffnen. Weil dann gesagt wurde, oh, der ist halt gestorben, weil er halt nicht genug geglaubt hat. Der ist halt nicht geheilt worden, weil er nicht genug geglaubt hat. Und ihr wisst gar nicht, wie oft man das schon gehört hat. Und wie viele Leute dann sagen, nee, ich meine es nicht so. Und am Ende sagen es dann doch wieder so. Und darum predige ich darüber, um uns mündig zu machen über dieses Thema. Wenn in der Bibel lesen wir nicht, wenn etwas passiert, wenn Wunder geschehen, wenn jemand geheilt wird und so weiter und so fort, wird es in der Bibel gesagt, wegen des Glaubens. Wenn nichts passiert, wird keine Schuld zugewiesen. Es wird keine Schuld zugewiesen. Der einzige Grund, der in der Bibel genannt wird, warum Leute krank sind, ist im 1. Korintherbrief, wo es heißt, weil sie nicht das Abendmahl nehmen. Ich lasse es mal sacken. Ich kann es nicht mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Es ist so wichtig, dass wir nicht Schuld zuweisen, dass wir nicht sagen, oh, der hat nicht genug geglaubt, oh, weil der nicht genug glaubt, ist da nichts passiert, weil da nicht, und oh, der glaubt nicht so viel, oder es ist niemals, uns steht kein Recht zu, jemanden das Glauben zu bewerten. Uns steht nicht zu sagen, oh, der hat keinen großen Glauben. Du weißt nicht, was da im Inneren ist. Und wenn du sowas sagst, dann frage ich mich nach der Reife in deinem Leben. Und Glaube ist auch was, es kommt auch aus Reife heraus. In Markus 9, Vers 23 heißt es, was soll das heißen, wenn ich kann, fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Alles ist möglich für den, der glaubt. Ja, und das liebe ich einfach, wenn wir diese Dinge nehmen, die positiven Formulierungen, von der positiven Seite her ist, ja, alles ist möglich dem, der glaubt. Aber es heißt nicht,
dass da eben nichts passiert, weil du keinen Glauben hattest. Ja? Und ich möchte ermutigen, dass wir nicht darauf schauen, oh, wie ist es mit dem Unglaube, wie ist hier der Unglaube und so weiter und so fort, sondern dass wir schauen, hey, come on, was ist, darum heißt die Serie nicht Unglaube, sondern unglaublich. Unglaublich, weil wir sehen, Matze, du kannst gerne schon mal auf die Bühne kommen, weil ich sehe, hey, lass uns glauben für das, dass das Unmögliche möglich wird. Lass uns sehen, dass die Situation, wo du drin bist, dass Gott da ist und sagt, hey, und ich zerbomb dieses Un und mach's möglich. Darf ich noch eine Sache sagen? Ja, mache ich eh. In Römer 10, Vers 17, ist gerade auch ebenfalls einer der Verse, die mich mitunter am meisten bewegt, ist, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören kommt aus dem Wort Jesu. Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Das bedeutet, unser Glaube wird gebaut, beziehungsweise durchs Hören, beziehungsweise eigentlich heißt durch die Verkündigung, durch das Predigen. Darum lehre ich darüber, und nicht nur, was ich so denke, was ich so erfahre. Wenn ich meine Erfahrung predigen würde, würde ich sagen, geh von aus, dass du nicht geheilt wirst. Warum? Weil ich bin nicht geheilt. Aber weil ich ins Wort Gottes schaue, verkündige ich, wir werden geheilt. Es kommen die Wunder, es kommen die Dinge, dass wir die ergreifen dürfen im Glauben, dass Gott den Glauben in uns hervorbringt, durch das Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Der Glaube kommt nicht aus dem Wort des Menschen. Der Glaube kommt nicht aus deinen eigenen Wünschen. Der Glaube kommt daraus. Und darum ist, zum Beispiel habe ich auch so gemerkt, ich kriege immer wieder auch Meldungen von Leuten, auch zum Beispiel die online die Predigten hören, die sagen, ja, du berichtest da immer wieder von Wundern. Ich bin seit Jahrzehnten Christ und habe noch nie irgendwelche Wunder gesehen, geschweige denn in meiner Gemeinde irgendein Wunder erlebt oder darüber groß gehört. Wo ich sage, ja, ich bin, habe einen ähnlichen Kontext, ähnlichen Hintergrund. Aber das Ding ist, ab dem Moment, wo ich darüber gelehrt wurde, wo ich darüber erlebt habe, wo ich in der Bibel die Bibel mal gelesen habe mit dem Hinblick auf, ich habe einmal die Bibel durchgelesen und alles, was Zeichen, Wunder und Heiliger Geist und Übernatürliches angeht, alles grün angestrichen. Habe ich gemerkt, die Bibel ist voll davon. Warum ist die Kirche heute nicht voll davon? Und wir setzen oft eine Norm, die unsere Erfahrung setzt und nicht das Wort Gottes setzt. Und darum ist so wichtig, dass wir unsere Norm setzen aus dem Wort Gottes. Und als ich dann darüber gelehrt wurde, als ich darüber gelesen habe, als quasi ich Predigt gehört habe, als es mir verkündigt wurde, als ich es gehört habe, dann kam der Glaube und dann kamen die ersten Dinge. Das heißt, sind wir offen dafür, es auch zu hören, und dann werden wir es auch sehen, dass den Glauben baut in unserem Leben. Darum sind Zeugnisse so wichtig, wenn du deine Praise Reports mit Gott teilst, weil es baut den Glauben von anderen. Ja, wir sagen das nicht, um Leuten, die nicht geheilt wurden, die Hoffnung zu zerstören und sagen, Edgy Badgy, der schon, du nicht, na, 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 na. Sondern wir machen das, um den Glauben zu wecken. Ja. Und darum lehren wir darüber, darum gehen wir auch in diese Predigt, um da einen Glauben dafür zu geben, was Gott dort bewegt. Ja. Okay. Hey, da möchte ich mit uns zusammen schließen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du da bist. Jesus, ich danke dir, dass der Glaube aus deinem...